Ja, im Bundestag sind wir ja fast schon zu Hause. Das heißt also, wir sprechen nicht über jemanden, sondern mit den entsprechenden Personen, die zwar nicht unmittelbar zur Regierung gehören, aber trotzdem sehr wertvolle Oppositionsarbeit leisten. Wir schauen uns jetzt einen kurzen Clip an mit Stefan Brandner. Er ist Rechtsanwalt, Jurist, aber auch Politiker, Fraktion der AfD und sitzt im Deutschen Bundestag. Ja, und er spricht über eine Frau, die eine hohe Auszeichnung erhalten hat, deren nur drei Personen, einschließlich dieser Frau bisher in der Bundesrepublik, und ob diese Frau denn das eigentlich verdient hat. Ich finde es sehr süffisant, wie das Ganze beginnt mit Herrn Kubicki. Schaut euch den Clip mal an und dann sprechen wir direkt mit Stefan Brandner. Kann Ihnen das Wasser leider nicht reichen. Montag ist etwas schier Unglaubliches passiert und heute am Donnerstag reden wir darüber und das ist auch dringend nötig. Meine Damen und Herren, was geschieht in Deutschland mit einer verurteilten Verfassungsbrecherin, die nicht davor zurückschreckte, demokratische Wahlen rückgängig zu machen, die jahrelang am Grundgesetz vorbeiregierte, die Gewaltenteilung mit den Füßen trat, einen ihrer ältesten und ergebensten Weggefährten zum Bundesverfassungsgerichtspräsidenten machte. Was geschieht in Deutschland mit einer Person, die gestützt von allen Altparteien, Gewerkschaften, Kirchenverbänden, Medien, insbesondere dem öffentlich-rechtlichen Zwangsfunk, unter Bruch zahlreicher Gesetze verantwortlich ist für ungezügelte Einwanderung nach Deutschland, dadurch explodierende Kriminalität, kaum ein Tag ohne Messermetzeleien, Morde, Vergewaltigungen und Amokläufe und hunderte Milliarden Kosten für diesen Multikulti. Unfug. Was geschieht in Deutschland mit einer Politikerin, die dafür verantwortlich ist, dass die Sozialkassen ausgeplündert sind, der Steuerzahler ausgequetscht wird und Arbeitnehmer unter Sozialabgaben finanziell zusammenbrechen, gleichwohl aber Rentner Plastikflaschen sammeln müssen und lange Schlangen bei den Tafeln anstehen? Meine Damen und Herren, was geschieht mit einer Frau in Deutschland, die für die weltweit dümmste und erste und teuerste Energiepolitik zuständig war, bei geringster Energieversorgungssicherheit und die Entindustrialisierung unseres Landes verursacht hat? Was geschieht mit einer Frau, deren Politik eine marode Infrastruktur, gesperrte und verkommene Straßen, Autobahnen und Brücken, eine Deutsche Bahn, die, wenn die Züge überhaupt fahren, mehr nach Zufall arbeitet, eine Bundeswehr, die am Ende ist und die einen eklatanten Fachkräftemangel durch eine wahnsinnige Bildungspolitik, die viele wahnsinnige hervorgebracht hat, man denke an Klimaner, Klimakleber und woke, bunte Cis- und Transgeschlechter verursacht hat. Das passt übrigens jetzt, das Satzende zum Satzanfang. Was geschieht also mit jemandem, die und deren Politik für Versagen, durchgängiges Versagen, überall für galoppierende Inflation, für zigtausende Corona-Impfopfer steht und die kaum zu wiedergutmachenden Schaden für ein Deutschland angerichtet hat? Ja. Der Herr Brandner, der lässt Dampf ab. Sind wir mal gespannt, ob er sich beruhigt hat. Wir schalten jetzt direkt zu ihm und sprechen mit ihm. Liebe Zuschauer, wie versprochen, ja, aber zunächst mal darf ich Ihnen das Wasser reichen, Herr Brandner, denn der Herr Kubicki hat es Ihnen ja nicht gereicht. Also das. Ne. Aber im Gegensatz zu Herrn Kubicki, Herr Weber, können Sie mir das Wasser reichen. Ja, Dankeschön. Ja, wir haben ja erlebt, Ihre Rede, Sie haben ja, um es mal so salopp zu sagen, Dampf abgelassen, nachvollziehbarerweise. Grund ist hierfür unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Hat Ihnen nicht gefallen oder Sie haben dem widersprechen müssen? Ja, es war ja nicht nur das Großkreuz des Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch noch in besonderer Ausführung. Also sowas Ähnliches wie mit Eichenlaub und Schwertern und Brillanten, ich weiß es nicht, welche Stufen das da alles gibt. Und das kann man ja keinem Menschen draußen erklären, dass eine Frau, die unser Land ruiniert hat, von einem Bundespräsidenten, den sie ins Amt gehievt hat und der auch jahrelang an ihrer Politik beteiligt war, dass sie von ihm also die zweithöchste deutsche Auszeichnung erhält, die höchste deutsche Auszeichnung, die ein Deutscher erhalten hat. Es gibt da noch eine Stufe mehr, aber das können offenbar nur ausländische Staatsoberhäupter erhalten. Also in Deutschland ist die Welt völlig verrückt geworden. Ich habe schon gesagt, also eine solche Frau, die würde ich lieber in Stadelheim sehen, im Knast, als beim Bundespräsidenten bei der Ordensverleihung. Ja, gut informierte Kreise haben uns informiert. Bodo Ramelow hat als erster gratuliert, nachdem er es wusste. Sehen Sie da irgendwelche Zusammenhänge? Ja, Bodo Ramelow war ja auch mal
eine Zeit lang amtierender Bundespräsident, was genauso verrückt ist in Deutschland, wie man so Kommunisten hier problemlos zum Bundesratspräsidenten und damit zum Stellvertreter des Bundespräsidenten machen kann. Dass er ihr gratuliert, glaube ich schon, denn der war ja auch insbesondere bei den Corona-Maßnahmen sehr eng bei ihr. Wir erinnern uns an die Durchbrechung des Gewalt- und Teilungsprinzips während Corona. Sie hatte dieses Seuchenpolitbüro installiert, bestehend aus den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, also ein Gremium, was nicht ansatzweise demokratisch legitimiert war, aber Ramelow war dabei und da hat er wahrscheinlich Frau Merkel schätzen und vielleicht sogar lieben gelernt, man weiß es nicht. Ja gut, und er hat ja auch sein Ministerpräsidentenamt, hat er ja nun auch Frau Merkel im Wesentlichen mit zu bedanken, zu verdanken. Ach, darauf wollen Sie hinaus. Ja, gesagt, korrekt, das war meine Überlegung. Sagen Sie, jetzt haben wir erlebt, die Oppositionspartei, die größte ist die CDU-CSU. Bei dieser Auszeichnung waren keine aktiven Politiker der CDU-CSU dabei. Was sind das für Anzeichen? Ich meine, zum einen ist es so, Friedrich Merz huldigt ja noch die Politik von Frau Merkel. Wenn man so ein bisschen zurückschaut, hat er das ja eigentlich nie getan in dieser Form. Aber was sagt es Ihnen, wenn keine aktiven Politiker mit eingeladen sind, sondern nur diejenigen, die letztlich schon ausgeschieden sind? Peter Altmaier zum Beispiel. Ja, de Maizière soll dabei gewesen sein, dann diese Koryphäe Ronald Pofalla, der ja, glaube ich, auch jahrelang Kanzleramtsminister war und dann weggelobt wurde in einem millionenschweren Job bei der Deutschen Bahn, der war im Bahnvorstand. Also mehr die Mitstreiter aus den früheren Zeiten waren da eingeladen. Und ich glaube, Frau Merkel hatte den Zugriff auf die Gästeliste und konnte da 20, 30 Leute einladen. Und dass sie keinen einzigen Aktiven eingeladen hat, das lässt wahrscheinlich darauf, das lässt darauf schließen, wie tief die Gräben sind. Natürlich zeigt man als professioneller Politiker, der ja viele Jahre, fast Jahrzehnte so einer Frau hinterhergerannt ist, zeigt man nicht, wie tief die Gräben sind, aber man spürt es hier im Deutschen Bundestag ganz deutlich, wie die Distanzierung oder die Verachtung für Merkels Politik auch in der CDU-CSU um sich greift. Ja, die Verachtung ist das eine, Herr Brandner, aber zum anderen ist es so, wenn wir die Dinge jetzt mal im Detail anschauen, das Thema Energiewende, Atomausstieg 2011, alle waren dafür, also die CDU hat die Wege eingeleitet. Wenn wir die unbegrenzte Zuwanderung sehen, vorher war noch die Schuldenübernahme der Banken und von Griechenland, dann kommt der Corona-Fonds mit 750 Milliarden für die Europäische Union, dann kommt 447 Milliarden im Wesentlichen auch mit durch die Regierung Merkel, was die Corona-Hilfen angeht. Wir haben, und ich habe gerade eben von der Welt veröffentlicht bekommen, die neuesten Zahlen, die Erkenntnisse aus der Polizeikriminalstatistik. Wir haben einen exorbitant hohen Anstieg junger Männer, die mit Migrationshintergrund, die gewalttätig sind. An dieser Stelle, und Herr Brandner, da haben wir im Vorfeld drüber gesprochen, es gibt Millionen von Menschen, die bei uns leben, mit nicht deutscher Herkunft, die gut und gerne mit uns zusammenleben. Die bitten wir einfach zu sagen, komm, wir brauchen den Schulterschluss, dass wir Kriminelle, Menschen, die für unsere Gesellschaft nichts tun und auch nicht für das Bruttosozialprodukt beitragen, die brauchen wir nicht in Deutschland, denn wir haben, die Sozialkassen sind leer. Widersprechen Sie mir in dieser Form? Nein. Nicht. Also ganz kurz und knapp nein, aber Sie haben natürlich jetzt ein paar wichtige Punkte aufgezählt, was Frau Merkel in Deutschland alles angerichtet hat. Und es ist ganz interessant, dass Sie gerade diese Migrationsgeschichte nochmal ansprechen. Denn genau dazu bringt die CDU, wir senden jetzt gerade hier aus Berlin, bringt in der laufenden Sitzungswoche Anträge ein. Knallharte Asylwende jetzt, Abschiebeoffensive muss gestartet werden. Es kann doch nicht sein, dass wir über 300.000 abschiebereife Ausländer in Deutschland haben und solche Geschichten. Also die machen nicht etwa 360-Grad-Wende, sondern nur 180-Grad-Wende zu der Politik von Merkel. Aber sie haben es alle mitgemacht. Der Atomausstieg, Sie haben es angesprochen, Herr Weber. Die CDU stellt sich hier hin, als wäre sie immer schon gegen den Atomausstieg, gegen den Ausstieg aus der Kernenergie gewesen. Also das ist einfach ein Lügen hier, was ich kaum ich noch ertrage, was hier in Berlin los ist. Das bringt mich wirklich auf die Palme. Und ein Punkt nochmal, was Sie gerade zu den Straftaten gesagt haben, auch da sehr interessant und das lässt auf die Qualität von Merkels Politik schließen. Es gab alleine bei der Generalbundesanwaltschaft in den letzten Jahren über 600 Strafanzeigen gegen Angela Merkel. Deutschlandweit sind das wahrscheinlich Tausende. Die Junge Freiheit hat gestern darüber berichtet. Und nicht in einem einzigen Fall ist sie nicht nur nicht verurteilt worden, sondern nicht in einem einzigen Fall sind auch nur Ermittlungen angefangen worden. Und da sieht man mal, wie tief unsere Justiz, unsere weisungsabhängigen Staatsanwälte, wie tief die da verstrickt sind in diese Politik.
Nun sind Sie ja Rechtsanwalt und liebe Zuschauer, die Sendung dürfen ja durchaus mal süffisant sein. Und Stefan Brandner ist ja Garant dafür, dass Süffisanz hier auch in der Tagesordnung sein kann. Nun wird ja böse Zungen behaupten, und das ist Satire, Frau Merkel war konsequent. Konsequent in der Form, dass Rotwein erst ab 12 Uhr getrunken wurde, mittags. Weil Sie gerade sagen, kein einziges Verfahren ist eröffnet worden. Da fragt man sich, wie ist es mit der Schuldfähigkeit, Herr Brandner? Ja, nicht nur nicht eröffnet, es wurde nicht mal angefangen, überhaupt zu ermitteln gegen Merkel. Und das ist also ein Unding, dass die Staatsanwaltschaften nicht mal sagen, wir prüfen das nun mal. Die prüfen es nicht mal. Und für uns liegt da auf der Hand, dass Frau Merkel also millionenfache Rechtsbrüche begangen hat, durch Verstöße gegen das Grundgesetz. Sie haben vorhin die Ramelow-Geschichte in Thüringen angesprochen. Sie ist eine rechtskräftig verurteilte, vom Bundesverfassungsgericht verurteilte Verfassungsbrecherin. Das ist Frau Merkel. Leider hat das keine strafrechtlichen Konsequenzen. Aber da ist doch alles andere als ein Ausweis dafür, den höchsten deutschen Orden umgehängt zu bekommen. Also was die Schuldfähigkeit von Frau Merkel angeht, Sie haben es gerade angesprochen, leider bin ich nie in den Genuss gekommen, mit Frau Merkel zusammen irgendwas zu konsumieren. Aber was böse Zungen sagen, muss ja nicht immer verkehrt sein. Ja, wie gesagt, das ist auch ein bisschen als Satire mit anzusehen. Herr Brandner, Sie sitzen im Bundestag, Sie sind erfahrener Rechtsanwalt. Wenn der geneigte Zuschauer sich die Debatten anschaut, hat er manchmal das Gefühl, wenn AfD-Politiker sprechen und deren Inhalt eigentlich das eines aufzeigt, die Politikerinnen und Politiker, die dort sprechen, dienen dem Volk. Dass wir da manchmal Geblöke hören wie aus dem Zoologischen Garten. Also da sind manchmal so richtige Affenlaute hörbar. Und die Frage sei nur mal gestattet, Sie sind Rechtsanwalt, Sie haben studiert, zweites Staatsexamen. Sagen Sie mal, wie geht es Ihnen, wenn Sie manchmal so bildungsferne Menschen hineinkrölen hören und deren Ansichten, wo Sie sagen, ich bin ja gerne bereit zu diskutieren, aber was hier du reinblöckst, das ist ja mit normalem Menschenverstand gar nicht mehr nachvollziehbar. Wie geht es Ihnen dabei? Also die bildungsfernen Menschen sind ja im Bundestag, wenn man gerade in die Grüne, in die SPD, in die Linke reinschaut, sind die bildungsfernen Menschen ganz nah. Ja, und sie haben da sehr viele PolitikerInnen, ich benutze jetzt echt mal bewusst diesen Ausdruck, PolitikerInnen, deren höchstes Amt bisher war irgendwie stellvertretender Klassensprecher oder an der Montessori-Schule oder wo auch immer, haben die dann so ihre Namen vorgetanzt. Und da steht auch in diesen Büchern drin. Also den geneigten Zuschauer, bei Ihnen empfehle ich wirklich mal, in Kürschners Volkshandbuch reinzugucken. Das ist nichts Schlimmes. Das ist die offizielle Biografiesammlung der Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Und da kommen Sie gerade, wenn Sie die Grünen so durchblättern, da kann man sich wirklich ein Gläschen Wein zu trinken und einen schönen Abend machen. Was ich dabei empfinde, ist, dass man kann eigentlich nur auf Durchzug schalten und am besten nicht darauf eingehen. Das meiste ist nicht zitierfähig, aber auch da rate ich dem geneigten Zuschauer, mal in die Protokolle reinzuschauen des Deutschen Bundestags. Die kann man leicht finden über Google und da sind Wortprotokolle werden geführt. Da kann man tatsächlich dann den Wortlaut der Zwischenrufe nachlesen. Auch das ist sehr unterhaltsam. Was in zunehmendem Maße schlimm ist, und damit, Sie werden schon ganz nervös wegen meiner langen Antwort, ne? Was in zunehmendem Maße schlimm ist, ist, dass die Bundestagspräsidenten und Vizepräsidenten sich einmischen in die Debatte und völlig ungefragt am Ende der Debatte Frau Özogus oder Herr Kubicki noch Kommentare zu den Rednern abgeben. Und das geht natürlich überhaupt nicht, zumal wir uns da auch nicht revanchieren können, weil ja unsere Kandidaten nie gewählt werden. Also hier ist einiges ins Ungleichgewicht geraten im Bundestag. Ja, nun muss man sagen, die 16%, die Sie im Augenblick bundesweit haben und laut Bild die Grünen 14,5% und in 9 Bundesländern ja doch regierungsfähig oder allein, noch nicht alleinfähig, aber koalitionsfähig. Aber man kann ja nicht daran vorbeisehen. Glauben Sie, dass das Bestand haben wird? Denn wir erleben ja immer eines, viele Zuschauer schreiben uns an, was sollen wir denn tun, was sollen wir denn machen, wen sollen wir denn wählen? Wir haben ja dieses Bashing, erleben wir ja, dass viele oberflächlich gebrandmarkt werden, ohne in die Diskussion zu gehen. Aber was raten Sie denn dem geneigten Zuschauer, was soll er denn tun, dass er wegkommt von den Überschriften? Was soll er denn sich zum Gemüte führen? Natürlich jetzt mal Hallo Meinung, wir haben viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, mit denen wir Interviews machen, die ja nun wirklich Dinge propagieren, die uns gut tun. Aber was soll der Zuschauer tun? Welche Stärke soll er entwickeln? Denn eines muss man ja sagen, Herr Brandner, Schweigen oder zu meinen, etwas besser durch nichts tun,
Das wird ja zu etwas führen, dass es immer mehr ausgenutzt wird, die Form der Unterdrückung. Und da sehen wir unsere Steuerpolitik, da sehen wir das Thema Energiepolitik, da sehen wir für 2 Billionen hat die Rüstungsindustrie 2022 investiert. Wir erleben ja immer mehr Dinge, wo der Bürger nicht nur gedankenmäßig entmündigt wird, sondern auch was sein Eigentum angeht. Was sagen Sie den Bürgern? Ja, also der Bürger, der Zeit hat, der sollte sich tatsächlich oder vielleicht mal die Zeit nehmen und 1, 2, 3 Mal die Live-Übertragung aus dem Deutschen Bundestag anschauen. Denn wir auf unseren Kanälen, die ja sehr erfolgreich sind, auch dank Ihnen, Herr Weber, auf unseren Kanälen, ich habe auch YouTube, knapp 50.000 Follower und so, man erreicht sehr viele Leute, aber wir zeigen natürlich überwiegend unsere Sachen. Aber ich scheue überhaupt nicht den Vergleich auch mit den anderen. Deshalb erstmal der erste Ansatz, wirklich, guckt euch mal die Debattenbeiträge im Deutschen Bundestag der anderen an. Und dann stößt man da vielleicht auf einen Ralf Stegner, der in der letzten Sitzungswoche sinngemäß gesagt hat, die AfD, mit euch machen wir nichts. Selbst wenn ihr, Zitat, die Bibel oder das Grundgesetz in den Deutschen Bundestag einbringen würdet, würden wir das ablehnen. So verbohrt, so verkrustet, so vernagelt sind die Altparteienpolitiker hier in Deutschland. Denen geht es also gar nicht darum, irgendwelche Probleme zu lösen oder auch nur anzusprechen. Denen geht es darum, um den reinen Machterhalt. Also es ist ganz wichtig, dass der Bürger sich tatsächlich losgelöst von uns und von mir, ich bin ja da befangen, ich würde ja sagen, Leute, wählt die AfD, alles wird gut. Ich mache das auch. Aber zu der Einsicht muss jeder selber gelangen. Und das gelangt man am besten, indem man vergleicht. Und zwar nicht darauf vertraut, was die Presse berichtet oder was sie auch nicht berichtet. Wir haben einen Skandal jetzt aufgedeckt im Auswärtigen Amt. Da wird in nachweislich gefälschte Pässe, werden die da reingestempelt. Und das Auswärtige Amt weiß davon. Die Bild-Zeitung hat das heute aufgegriffen. Dass wir das aufgedeckt haben, spielt gar keine Rolle in diesem Zusammenhang. Wird auch gar nicht erwähnt. Also breit informieren, kritische Sendungen gucken. Ihr Programm ist sehr gut. Es gibt Salve TV, es gibt Auf 1, was man sich anschauen kann. Ruhig auch mal einen Blick in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk riskieren. Nicht allzu lange, hält man sowieso nicht aus. Und dann vergleichen und alleine zu einer Entscheidung kommen. Und das ist dann für mich eigentlich eindeutig, was dabei rauskommt. Sie sprachen es an, der Skandal im Auswärtigen Amt. Und liebe Zuschauer, es lohnt sich nochmal anzuschauen. Wir haben die Sendung mit Peter Bistron gemacht. Wir hatten direkt aus dem Bundestag berichtet. Peter Bistron hat Frau Baerbock die Frage gestellt und er gibt super Aufklärung. Also diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, am Mittwoch empfehle ich dringend, das nochmal anzuschauen. Sie sprachen Ralf Stegner an. Jetzt kommt wieder was Satirisches. Ja. Ralf Stegner war im Übrigen Schaubild von sogenannten Selbsthilfegruppen. Wie erkennt man Menschen, die in sich gesehen Negatives ausstrahlen? Und ich meine, der liebe Ralf Stegner, der hat jetzt nicht seine Statur, aber er hat ja wirklich einen Gesichtsausdruck. Da sagt man ja wirklich, du pass mal auf, was ist denn mit dir los? Ne? Die Nacht nicht gut geschlafen, deine Frau davon gelaufen oder was auch immer. Herr Brandner, ja, Bundestag. Der sieht nicht nur so aus, der spricht auch noch so. Ne? Der sieht nicht nur so aus, der spricht auch noch so. Ich glaube, der wäre ein gefundenes Fressen für jeden Feng Shui-Fachmann, der sagt, die Ausstrahlung, die müsste irgendwie anders sein, wenn ich als Politiker gut rüberkomme. Entschuldigung. Ja, na gut, wenn der in der Stadt sitzt mit dem Hut, ist der Hut sicherlich, da tun die Leute schon, dass er sich umdreht, tun sie was rein. Also ich gebe Ihnen 5 Euro, aber drehen Sie bitte um. Ich kriege Weltschmerz. Aber gut. Thema Bundestag. Sie haben ja sicherlich in den Pausen, Sie haben ja in Ihren Verpflegungsstätten, die ja sehr, sehr schön sind, ich kenne ja den Bundestag dort, unterhalten sich eigentlich mal mit Kolleginnen und Kollegen, die müssen doch sehen, wenn sie noch den Funken einer Realitätsbetrachtung haben, dass dieses Land im freien Fall ist. Wir reden immer von viertstärkster Wirtschaftsnation, wir reden von dieser Stärke, von jener. Die müssen doch merken, wenn Menschen von Sondervermögen sprechen, dass es Bilanzfälschung ist. Haben Sie da Kontakte oder sind die stur und wird nicht darüber gesprochen? Also wenn Sie sagen, wir sind noch viertstärkste Wirtschaftsnation, beispielsweise Exportweltmeister nicht mehr, aber auch da in der Spitze drin, uns hängt Pünktlichkeit, Genauigkeit, die deutschen Tugenden hängen uns noch an, da zehren wir zu 100% von der Vergangenheit. Davon ist ja gar nichts mehr über. Wir machen inzwischen genau das Gegenteil. Und wenn unsere Väter und Großväter und auch Urgroßväter nicht so innovativ gewesen wären, Stichwort Apotheke der Welt waren wir ja mal, beispielsweise was Arzneimittelproduktion angeht, dann hätten wir heute gar nichts mehr. Wir wären also auf dem Niveau wirklich wie ein drittes oder viertes Weltland. Dann können wir unseren Vorvätern oder unseren Vorgängern, unseren Vorfahren, können wir dankbar sein.
Was die anderen Parteien angeht, ich hatte das, oder andere Politiker angeht, ich hatte das vorhin schon mal angedeutet. Es gibt den einen oder anderen in der CDU, der traut sich öffentlich. Herr Lindemann beispielsweise war angeblich schon immer gegen Merkel. Allerdings muss man wissen, dass Herr Lindemann auch schon seit 10, 15 Jahren im CDU-Vorstand sitzt und seit 10, 15 Jahren im Deutschen Bundestag. Also auch da hat er die Klappe gehalten. Das sind so die klassischen Wendehälse. Aber zumindest traut er sich. Herr Merz schwankt noch so ein bisschen. In der Öffentlichkeit positionieren sich sehr wenige. Wenn man essen geht, man sieht es mir nicht an, ich gehe relativ selten essen. Ich mach das anders. Ich gehe dann abends essen. Da kann man sich natürlich auch nicht, oder die trauen sich nicht, mit uns zu sprechen. Aber sehr interessant ist immer, wenn man sich in Treppenhäusern oder im Fahrstuhl über den Weg läuft und im Fahrstuhl dann zu zweit oder zu dritt noch ist und man weiß, wer da ist. Und da kommt sowohl ganz, ganz massive Kritik an der Merkel-Vergangenheit als auch aus der FDP beispielsweise auf die heutige Zeit bezogen. Wenn man mit denen mal redet, wie das Klima in der Koalition ist, da ist wirklich von Linksextremisten unter Koalitionspartnern, von Linksextremisten, von Linksradikalen die Rede, die nicht ansatzweise mit Geld umgehen können und solche Geschichten. Also hinter geschlossenen Fahrstuhltüren oder im Treppenhaus traut sich der eine oder andere und nach außen hin nicht. Aber so sind sie halt, die Feigen von den Altparteien. Ja, das heißt ja, lassen Sie mich zur feigen FDP kommen. Das war übrigens auch eine Süffisanz aus dem Bundestag. Nun hat das Kabinett darüber abgestimmt, was das Energiegesetz angeht. Thema Heizung, Thema Sanierung, Gebäude. 2024 kein Einbau mehr von Öl- und Gasheizungen. Die FDP hat dem zugestimmt. Gleichwohl, also im Kabinett zugestimmt, gleichwohl haben sie gesagt, das ist eine Atombombe, das ist für einen Bürger überhaupt nicht tragbar. Wie ist es dem geneigten Zuschauer zu vermitteln, dass man sagt, auf der einen Seite ist es nicht tragbar, auf der anderen Seite wird aber im Kabinett zugestimmt? Ist nicht ganz nachvollziehbar. Also von der FDP ist eigentlich zurzeit gar nichts mehr, weder nachvollziehbar noch irgendwie tragbar. Das fing ja an mit im Justizbereich, dass gesagt wurde, im März 2022 enden alle Corona-Maßnahmen. Wir erinnern uns doch alle dran. Im Wahlkampf wurde das versprochen, das wurde dann alles ein Jahr lang verlängert. Die Corona-Maßnahmen wurden sogar noch im Infektionsschutzgesetz nachgeschärft. Wir haben jetzt diese verrückten Ideen, was Gender- und Geschlechtsdefinitionen, jedes Jahr ein anderes Geschlecht. Wir haben die Zustimmung von Buschmann dazu, dass jetzt die anlasslos die Telefone durchsucht werden können. Also eine Katastrophe im liberalen Bereich. Und jetzt kommt noch dieses Gehampel dazu, das Gehampel in der Ampel, was die Heizung angeht. Das muss man sich vorstellen. Die FDP ist in der Bundesregierung, stimmt im Bundeskabinett einem Gesetzentwurf zu und eine Minute später wird gesagt, wir sind dagegen. Das muss im Bundestag geändert werden. Und 2 Tage später gibt es einen entsprechenden Parteitagsbeschluss. Also jetzt mal ernst, wer soll so eine Partei ernst nehmen? Wenn ich doch im Bundeskabinett bin und die Möglichkeit habe, sowas zu verhindern, mache ich es doch da und stimme doch nicht erst zu, um dann zu sagen, aber eigentlich bin ich inhaltlich da dagegen. Also das ist mir nicht vermittelbar und ich vermute mal den Menschen draußen auch nicht. Das ist also alles andere als eine glaubwürdige Partei. Das ist eine Partei, die populistisch von einem Thema zum anderen hüpft und jetzt damit rumrennt, ja, sie würden Schlimmeres verhindern. Aber ich sage Ihnen eins, ohne die FDP könnte Rot-Grün gar nicht regieren. Das heißt, die verhindern nichts Schlimmeres, sondern sie sind dafür verantwortlich, dass Schlimmes passiert. Und das muss man den Menschen draußen immer wieder sagen. Finger weg von dieser Umfallerpartei, von dieser verlogenen Heucheleipartei FDP. Ja, da fällt mir bloß noch ein, zum Justizministerium zu sagen, da ist einiges im Busch, Mann, was wir dort erleben. Ja, Herr Brandner, ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir bleiben dran, wir informieren die Zuschauer und ich sage, bleiben Sie so, wie Sie sind. Es ist herzerfrischend, wenn Sie im Bundestag auftreten und wenn Sie bei uns ein Interview geben. Ich danke Ihnen. Gerne. Und vielleicht ist ja jetzt schon, nachdem wir die Sendung ausgestrahlt haben, das bahnt sich für morgen an, eine aktuelle Stunde zur Clankriminalität im Bundesministerium für Wirtschaft und Klima bei Herrn Habeck. Ich weiß nicht, ob Sie das schon thematisiert haben, was da los ist. Diese Vetternwirtschaft, diese wirklich Familienclans, die da das Ministerium unter sich aufgeteilt haben. Nettes Thema fürs nächste Mal. Ich bedanke mich für die Einladung und gehe jetzt zur Fraktionssitzung. Tschüss aus Bedanke Berlin. mich. Bis dahin. Danke.